Wie kann man Zollarten systematisieren? Nun, man kann sie systematisieren nach, das ist hier das Schlüsselwort. Und dann entstehen drei Gruppen. Das ist eine, sicher nicht die einzige Möglichkeit, die es gibt. Und zwar einmal nach der Art des Außenhandels. Und wenn wir das tun, dann haben wir zum Beispiel die Unterscheidung in Einfuhrzoll oder Ausfuhrzoll. Man kann Zölle aber auch unterscheiden nach dem Zweck der Erhebung. Wofür wird dieser Zoll erhoben? Und dann haben wir zum Beispiel eine Kategorie, die nennen wir dann einen Schutzzoll. Zum Beispiel um einheimische Produkte zu schützen. Und die dritte Unterscheidung ist nach der Bemessungsgrundlage. Und das ist dann die Frage, worauf erhoben, worauf wird der Zoll erhoben? So, und das ist eine sehr gängige Möglichkeit, Zollarten zu systematisieren. Im Übrigen glaube ich, dass wer in die Hölle will, nur einen Fernlehrgang zu buchen braucht. Wollen Sie hingegen lernen, ohne zu leiden, dann klicken Sie mal auf den Link unter diesem Video. Mein Name ist Marius Ebert. Vielen Dank.